Hallihallo, Hallöchen, willkommen zurück zu Fußballmanager 2012. Wir befinden uns diesmal nicht am Spieltag, da mein PC ja ein bisschen abgespackt hat, nicht laden wollte. Pat ist jetzt der, der die Winterpause für uns zu Ende führt. Und wir sind Bruce. Hallo, Bruce. Ja, da hast du dich wieder gut rausgeredet, damit du die Winterpause nicht machen musst. Ist dir gelungen? Bitteschön. Was wir euch allerdings hier zeigen wollten, und da sind wir auf unser eigenes Gedödel gestoßen, was wir eigentlich schon wieder vergessen haben. Wir haben nämlich Bruce eine Fremdsprache erlernen lassen, die sich Swahili nennt. Hat man damals auf der Plantage gesprochen, als Bruce noch hier die Acker gepflügt hat. Ja. Das wollen wir euch nur zeigen. So, eine schöne kleine Erinnerung. Bevor wir weitermachen. Ja. Es wurde ja geschrien, dass wir uns mal ein paar Spiele anschauen. Ja. Und ich habe sie mir mal alle notiert. Also ihr müsst ein bisschen Nachsehen haben. Die letzten 12 Parts oder so gefühlt an 2 Tagen aufgenommen. Von daher können wir bis jetzt auf die Kommentare alle noch nicht eingehen. Jetzt ist aber es an der Zeit. Es ist an der Zeit. Schieß los. Ich tippe wie ein Blöder. Markus mit C. Berg. Markus Berg. So, gucken wir doch mal. Stürmer des HSV spielt hier beim Manager auch immer noch beim HSV. Mittlerweile 28. Das überrascht mich jetzt, dass er nur eine Stärke von 63 hat. Wie spielt er denn da beim HSV mit einer Stärke von 63? Okay, aber gut, spielen ist relativ, ne? 0 Spiele. Achso. Ja, gut. Nee, aber was dann nochmal? Fran? Ich glaube, der ist bei 70, ne? Fran auf 70 mit. Ja, ja, Fran war immer so um die 70 rumgemosert. Oh, rumgemosert, ja. Ja, rumgemosert. Naja, dann ist Berg nicht so der Kandidat. Wir streichen ihn durch. Ja. Dann, ich glaube, den haben wir uns schon mal angeschaut, aber wir schauen gerne nochmal Emre Can. Mhm. Den von Bayern 2, glaube ich. Genau. Der mittlerweile bei Braunschweig spielt, okay. Im Alter von 20, ist ein junger Spieler. Mhm, zentraler Mittelfeldspieler, ja. Talent 8, aber eine Stärke von satten 48 Punkten. Ich glaube, wow. Das ist für unsere Champions-League-Ambitionen nicht gut genug. Wobei, ich glaube, so ein Emre Can kann er schon mit Messi aufnehmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, durchstreichen. Und dann haben wir natürlich noch Enzo Zidane, wurde auch nochmal vorgeschlagen in den neuen Parts. Wir schauen uns den natürlich nochmal. Zidane. Den wollten wir einmal schon verpflichten, hat gesagt, nee, unattraktiver Verein. Gut, gescoutet ist er auch viel, aber da wird definitiv was drauf haben. Ich kann es ja mal versuchen. Er möchte es immer noch nicht. Aber gut, wer will auch von Real Madrid zu Pengi Dortmund wechseln? Wenn nicht, eben. Ja. Das ist wohl die bessere Frage. Kanzmüller. Gegen den haben wir auch letztens gespielt, gegen Ingolstadt. Schieß los. Buchstabier. K-A-N-S. Und dann Müller. Gibt's nicht. Echt nicht? Sicher, dass dann man ihn so der müsste bei Ingolstadt spielen. Ingolstadt. Okay, Ingolstadt gucken. Mit T zuerst. Ja klar, gibt's auch nicht. So, gucken wir mal der Verein. Ah, da ist er, der Knasmüller. Guck mal, Knasmüller. Echt? Oh, okay. Okay. 7 Talentsterne. Bruder. was willst du? Ist ein Ösi, den müssen wir scheinbar auch mal für die Nationalmannschaft nominieren. Den holen wir uns aber, ha? Huh? Ja, wenn er will. Aber vergiss nicht, 1,9 Millionen Mark mehr, da müssen wir schon irgendwas hinblättern, ne? Okay, pass auf. Er hat einen Vertrag bis 2017, also ablösefrei bekommen wir nicht. Wie viel Geld haben wir denn? 99.000. Scheiße, was machen wir? Konto überziehen? Oder warten bis zum Ende der Saison? Danell opfern, sagen wir mal so. Wie viel hat er denn? Ja, auch nur 718.000. Mhm. Was ist, pass auf, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir verpflichten ihn jetzt. Aber ich wollte erstmal noch weiter. Ja, gut, genau. Ja, hallo. Ihr wundert euch vielleicht, warum ihr uns jetzt kurz ertragen müsst. Oder warum ihr diesen schönen Bildschirm jetzt seht. Aber Camtasia, ist da ein kleiner Fehler unterlaufen bei Pet. Was ist denn da genau passiert? Also, ich habe den FM-Part ganz normal gerendert. Habe mich schon gewundert, wieso das diesmal so schnell ging. Hab dann aber nicht drauf geguckt auf den Part nach dem Rendern und gleich die Videos gelöscht von der Festplatte. So dass ich dann später gemerkt habe, dass der Part nur 8 Minuten statt den üblichen 18, glaube ich, hätten es sein sollen, lang war. Gut, jetzt sind 10 Minuten weg. Glücklicherweise können wir aber sagen, dass das nur in Anführungszeichen die Winterpause war und das, was ihr verpasst habt, nicht wirklich großartig ist. Das heißt, wir haben keine Spieler verpflichtet in diesen 10 Minuten. Was ihr verpasst habt, ist einfach nur
Das Gescoute von einigen Spielern, die ihr uns unter anderem auch vorgeschlagen habt, das ist unter Umständen nicht zu sehen. Allerdings knüpfen wir hier nach dieser Ankündigung auch gleich an den zweiten Teil der Winterpause an, sodass es als kleine Entschädigung hier zu sehen ist. Aber wie gesagt, viel habt ihr nicht verpasst. Nee, wie Pat schon gesagt hat, eure vorgeschlagenen Spieler, da war nichts Interessantes dabei, so müssen wir es leider mal sagen. Denn die waren entweder zu schwach oder wollten halt nicht wechseln. Ich glaube, Enzo Zidane war da so ein Kandidat, der sich gedacht hat, Ja. nein, ich komme nicht. Auch einige Spieler der ersten Bundesliga wollten gar nicht wechseln. Nein, solange ich nicht in der ersten Liga spiele, wechseln wir nicht. Genau Jo. so haben sich das alle gedacht. Von daher nochmal ein Sorry von uns, dass jetzt eine kleine Wissenslücke für euch da ist. Aber wir können euch jetzt viel Spaß im zweiten Teil wünschen und verabschieden uns schon von euch. Ciao. Ja, schon Ja. dran, ich brauche gar nicht wirklich. Italia. Ja, fand ich wieder natürlich Palocci. Ja, okay, warum nicht? Oder hier, den 36-jährigen Daniele Portanova. Innenverteidigung 22, Massimo Zampro von Chievo Verona. Ja, es Ja, ist. Der ist uns zu schwarz. Das wird das Problem sein, dass sie von. Weil die gehen nicht davon aus, also sie sind nicht so intelligent genug, um den Aufstieg von uns vorauszusehen. Ah, vielleicht hier Samuel von Herkules. Aber ist auch Herkules! schon 29, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Ja, das ist ja nicht sonderlich aussichtsreich Nee, also wie hier. gesagt, wir scouten diese Jugendspiele, die wir gesehen haben. Schau nochmal bitte in die zweite Liga. Okay. Aber da war die stärkste 68. Aber 68 ist 68 und nicht nur 20. Okay, sag mal den Namen vom Hannoveraner. Der Hannoveraner war Tim Richter. Tim! Tim, come home to me! Bruce, Bruce, was ist los mit dir? Spiel scouten bis Bekanntheit 10 scouten, mach das mal lieber Scout. Werden wir hier weiter simulieren. Yeah. Yeah. Freunde. Liebe Sportsfreunde da draußen. Jetzt gibt mir recht. Ja, Michael Stingel hat Marvin Buhlmann. Ich verpflichte Marvin. Ja, genau, wir müssen alles verpflichten jetzt. Das ist ganz wichtig. Da sind unsere Abonnenten von uns Jetzt enttäuscht. gibt's wieder einen Facepalm. Genau. Guck dir mal die Dortmunder ab, die gehen mehr als ab. Ich kann nicht noch einen Facepalm ertragen. Ich hoffe, er entschuldigt sich dafür. Moment. Stefan? Da bist du ja. Hallo, mich jetzt gefragt. Wo warst du so lange? Immer dieses Warten. Stefan. Was ist los mit dir? Ja, nach Bruce, 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 was ist los mit dir? Jetzt die neue Hitsingle von LP Nexus LP. Stefan, 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 was ist los mit dir? Sehr innovativ, der Brucey. Mhm. So, January the 19th, 2015. Das geht doch noch, ne? Also 2015. Was mich da ja schon fast wieder interessieren würde, ohne jetzt wieder hier ins Minecraft-LP zu rutschen, wo wir ja alles Mögliche gefragt haben. Wie meint ihr denn, liebe Abonnenten, wie sich die Bundesliga 2015 so entwickelt hat? Real-Life-Bundesliga? Ja. Also würde mich eure Meinung würde mich da schon interessieren. Was mich da vor allem interessiert, wer glaubt daran, dass sich der BVB oben etablieren wird und auch in den nächsten Jahren mit den Bayern um die Meisterschaft spielt? Weil ich meine, nach dem Titel letztes Jahr haben ja alle gesagt, der BVB wird sie nicht oben halten. Aber siehe da. Nicht. Stand jetzt, Bitches. Karfreitag, sind sie noch auf Platz 1. Jetzt denken alle Bayern-Fans noch. Das denkt der Hönes auch. Ja, noch sind sie auf Platz 1. Platz 1, Platz 1, wie ich das schon höre. Platz 1 ist mit 7 Euro in der Siegtribüne nicht zu finanzieren. Echt, ey, also, boah. Erstmal so was Sinnvolles wie Porn jetzt eingebracht.
Kann es eigentlich sein, dass Hoeneß bei jedem Interview rastet? Meinst du, er rastet? Was? Meinst du, er rastet? Ich habe so das Gefühl, dass er bei jedem Interview austickt. Meinst du? Hm, so ungefähr, ja. Kommst du noch auf dieses Gefühl? Verstehe ich jetzt nicht. Verstehst du nicht, ja? Das ist das sympathischste Mann der Liga, Uli Hoeneß. Ja, eben. Olivenöl, Uli Hoeneß. Genau, Klassiker von Super Mario Let's Play. So ist der Mann jetzt gescoutet hier. Scouting abgeschlossen. Tim Richter ist jetzt auf 7. Ja, plötzlich ist er offensiver Mittelfeldspieler. Ja, hat sich kurz geändert. Ja. Ja, aber wir warten das mal eben ab. Mal eben. Meinst du, das schaffst du mal eben? Mhm. Lieber Pat? Nee, lieber Kevin. Lieber Kevin nennt sie mich, ja? Stehst du drauf, ne? Papier? Was? Ist ein Kind von mir? Ich erwarte doch schon eins. Ach, scheiße. Liebe Kinder. Naja. Willst du nicht Kinder? Nee, ich will keine Kinder. Ich hasse Kinder. Aber es wird ein Junge. Eins. Achso, Junge sind also keine Kinder. Aber nee, das sind keine Kinder. Vogel. Ja, das war nicht mein Spruch. Das war dein Spruch. War nicht mal mein Spruch. Bruce, was ist los mit dir? Stefan, was ist los mit dir? Hör auf damit. It's embarrassing. Du bist ich embarrassing. Hab damit was unser Kind von uns denken, von dir denken. Echt? Von uns denken, von dir denken. Wie nennen wir es denn eigentlich? Karl. Bumstal? Ja genau, wir nennen es Bumstal. Unser Kind wird es uns danken. Ja. Ah, es ist ein Junge. Wie nennen Sie es denn? Ich nenne es Boomstall, Herr Doktor. Ah, ja, schön. Schöner Name. Ja. So wollte ich mein Kind auch erst nennen. Ah, sympathischer Doktor. Ja, Bruce ist nämlich auch dabei. Genau. Bruce ist der Pate des Kindes. Oh, der Pate. Hä? Oh, wir sind schon im Minus. Vom Kontostand. Luigi! Man wendet sich nicht gegen Familie. Genau. Der Bruce ist der Pate. Kommt gleich mit einem Geschenk hier. Was schenkt er uns denn? Ihr Panky Dortmund Fanartikel. Klar, was denn sonst? Und dem Doktor auch. Herr Doktor, bevor Sie das Kind entbinden, hier noch den Panky Dortmund Schal umlegen. Jetzt sehen Sie besser aus. Außerdem, das Kind muss im Panky Dortmund Dress anbunden werden. Genau. Und wird sofort eingekleidet in so einem Strampelanzug von Panky Dortmund, weint das Kind die ganze Zeit, dann wird's ausgezogen, BVB-Anzug gesteckt, dann lacht's plötzlich. Für Bruce bricht eine Welt zusammen. Was? Verbrennt das! Dieses Kind, es ist ein Monster, es ist ein Dämon. Dämon, genau. Piu piu. Piu piu. Sexismus und so. Mhm. Geht es eigentlich nicht mal das Spiel los, Bro? Ja, irgendwann im Februar, Bro. Da sind wir jetzt gleich, Bro. Alright, Bro. It's alright, it's okay. Doch nicht so much better without you. You! Okay. Ja. So much better without me. Guck dir mal den Kontostand an. Also ich hoffe mal, dass wir am Ende der Saison die Lizenz bekommen. Meinst du nicht? Ich glaube schon. Wenn nicht, muss Bruce wohl seine Mundtätigkeiten ein wenig einsetzen. Oh! Mama, da befeuchte ich schon meine Lippen. Freut er sich schon drauf. Mhm. So, Tim Richter, Sturm 62. Aber guck dir mal die Werte an, die sind jetzt nicht so schwach, ne? Findest du nicht? Wollen wir noch den anderen scouten? Ja, ich würde den nochmal scouten. Er ist nachlässig. Guck mal. Dafür haben sie so ein Symbol genommen, wo er in den Spiegel guckt. Mhm. Er ist nachlässig, ja, weil er in den Spiegel guckt. Ich meine. Findest du nicht? Also ich finde, ich verbinde damit sofort Nachlässigkeit. Ja. Sagen wir jetzt lieber, wie der andere heißt. Der Mann heißt Pascal Breyer und spielt beim VfB Stuttgart. Oh, Scout. Mach weiter. Und geh mir nicht mal auf die Nerven. Du blöder Scout-Arsch. Nicht solche Wörter in diesem USK 0 Let's Play. Oh fuck. Meinst du, ich werde jetzt verfolgt? Fuck, kann echt sein, ja.
fuck. Verdammter Scheiß hier, ey. Hi, Zeuge wird der Nick in diesem USK No Let's Play. Ja, ich folge dir schon mal meine Lippen an. Dann mache ich mit Happer und Wendy den Job. Welchen Job machen? Genau, musst du nochmal fragen? Ja, falls die Abonnenten das vergessen haben. Ja, nochmal die Frage schnell aufgegriffen. Habe ich eine gute Überleitung geschafft, ne? Ja. Ja. Und es ist auch wichtig, dass nur Abonnenten diese Frage beantworten dürfen, kein anderer. Absolut. Ja, werden sonst, oder? Ich meine, sonst schaut ja keiner zu, right? Ja, doch. Ja. Es gibt bestimmt auch welche, die uns nicht abonniert haben und zuschauen. Das ist verboten. Habe ich letzte Woche mit denen gequatscht? Ja. Tschüss. Länderspiel. Vielleicht ist es denen einfach zu peinlich, dass die LP Nexus LP schauen, weißt du? Also nein, ich abonniere sie. Aber ich gucke sie. Genau. Und dann plötzlich ihr ganzes Umfeld erfährt, wenn sie LP Nexus LP abonniert haben. Schon in der ganzen Boulevardpresse. Ja, dann ist erstmal Ende im Gelände, ey. Sozialer Abstieg. Ja. Schön, dass wir uns selber dissen. Sind Sie als Kommunikative Trainer oder als Harden Hund? Immer das Gleiche. Oh, minus 1. Ich habe gesagt, ich bin ja der kommunikative Typ. Minus 1, weil dafür ist hier Konditionstraining zu hart, um das zu sagen. Weiter. Ach, noch weiter. Herr Danell, die von Ihrem Verein ausgeschriebene Saison sind derzeit übertroffen. Haben Sie sich eigentlich zu niedrige Ziele gesetzt? Das Saisonziel ist nicht unbedingt zu tief gesteckt worden. Sondern das Team hat sich besser als erwartet entwickelt. Ich bin wirklich so zufrieden. Weiter, komm. Noch weiter. Mein Gott, woher wohl das positive Bild, welches die Trainer heute in der Liga abgeben? Ihrer Meinung nach, Herr Bruce Danell. Wir würden allgemein akzeptieren. Es würde kein, dass wir eine Generation sind, die den Fußball verändern wird. Den Fußball verändern wird. Genau. Miau. Ja. Gut, soviel zum Thema. Wir nehmen das erste Saisonspiel noch nicht mit. Machen wir nicht dafür. Nee, das wäre, glaube ich. Gucken wir uns noch diese Spielchen hier an. Das wäre, glaube ich, wenig viel, wenn wir die Saisonspiele jetzt noch mit reinnehmen würden. BZW simulieren den Quatsch mal. Ich glaube, gegen den Schweden sollen wir so langsam aber sicher wieder das Gewinn anfangen. Sind auch in direkter Konkurrenz, stehen vor uns mit 2 Punkten. Oder mit 2 Punkten vor uns in der Tabelle. Geht raus und spielt ordentlich Fußball und besiegt sie so wie damals bei der Weltmeisterschaft? Muss ich kurz überlegen. Ja, du musst ja kurz überlegen, wollte gerade sagen. Florian Klein. Oh, Klein, Klein, Klein. Was ist los mit dir? Schonel, zieh dich an. Es geht los. Yes, Janscher mit dem 1-0. Durchvorlage von Marco Arnauto. Back. Ach, scheiße, jetzt führen wir schon wieder gegen diese Schweden. Genau, scheiße. Wollen wir doch endlich. Ich möchte nicht gegen Schweden führen. Wann will ich endlich Österreich entlassen? Wann? Ich gebe schon richtig Mühe, dass ich hier diesen scheiß Länderclub endlich verlassen kann. Und dann gewinne ich noch. Janko kommt für Harnik. Länderclub! Ja. Ah, Zlatan Ibrahimovic gleicht aus. Na, so ein Wichser. Gucken wir mal die Ergebnisse an. Die Tabelle spricht momentan folgendes Bild. Wir sind auf Platz 5. Haben aber ein Spiel weniger als die Schweden und die Weißrussen. Können mit einem Sieg an den Schweden vorbeiziehen. Sind dann auf Platz 3. Ja, die Weißrussen müssen wir dann im direkten Duell schlagen. Und ja, ich glaube, das Spiel nicht als nächstes gleich was. Da werden wir wohl nicht drum rumkommen. Wie drum rumkommen? Aber was willst du denn jetzt schon? Weißt du, deine große Fresse manchmal, ja? Ja, meinst du? Also, who do you think you are, huh? Der hat eine Stärke von 62, juhey, juhey. Das sind beide nicht sonderlich gut, oder? Gut, kümmern wir uns später drum. Wie alt war denn der Tim? Der war 3 Jährchen jünger, der war 19. Ja, ist natürlich ein junges Alter, ne? Ein junges Alter ist das. Tim, dein Alter ist jung! Ich mag den Verflüchtern. Komm, lass uns gemeinsam den Job machen, Tim. Was machst du denn da jetzt? Ja, ich dachte, du willst was sagen dazu. Zu dem Alter. Ja, ich hätte gesagt, schauen wir uns den da nochmal an. Nein.
Nein, okay, wir schauen uns den Weg an. Machen wir! Babybell! Hä? Okay, du bist nicht mehr ganz dicht, aber das haben wir schon vorher festgestellt. Fassadenverschönerung. So, wie heißt du nochmal? Tim? Tim. Richter. Es ist der Richter über uns alle. Oh, viele Tims. Versuch's einmal mit dem Richter. Da. Ja, seine Werte sind deutlich besser, ne? Und auch genau, ein bisschen also mehr. Werte abgegangen. Mhm. So, dann haben wir. Ja, gut, ne? Der spielt noch gute 15 Jahre Fußball. Ja, er will aber nicht. Oh. Gut, dann hätten wir uns alles sparen können. Richtig, hätten wir uns einfach den Stress nicht machen müssen. Naja, wenn wir in der ersten Liga spielen, würde er definitiv wechseln wollen. Ich überlege jetzt auch, die Transfers dann in die Vorbereitungsphase der nächsten Saison zu verlegen. Ja, mach doch. Ja, mach doch. Vergiss das Training nicht. So viel zum Thema, wir spielen jetzt gegen die Weißrussen. Mhm, ja. Kennst du nicht? Die Weißrussen sind jetzt die Faroe. Faroe. Kann ich auch sprechen. Wenn dein Kind genauso verzogen wird wie du, ne? Dann erschieße ich es mit dir. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Ey. Das ist krass. Ich hole auch Orkan dazu. Dass du sowas sagst, hätte ich nicht von dir erwartet. Du hältst dich gut für den Alter, mein Gott. Dankeschön. Ah, er bedankt sich, er gehört schon zum alten Eisen. Pat, soll ich dir mal was Schönes sagen? Ja. Auf Super RTL läuft gerade Donald Duck geht in die Luft. Super, wow. Klasse, muss ich sofort umschalten. Kurzen Moment bitte, ich muss das erstmal umschalten hier. So, was haben wir denn da? Angucken? Ah, Donald Duck, nur schwarz-weiß auch noch. Nee, Retro. Das macht halt nur bunt. Ja, es ist kaputt gegangen, der Film. Hat Super RTL wieder mal einen Scheiß angestellt. So, liebe Abonnenten, wer hat noch von euch Donald Duck in die Luft geguckt? Ach, guck mal, wie viele Mickey-Mäuse da sind. Und das ist Donald! Haha. Das ist lustig. Ich finde Donald nicht lustig. Nee, wir dürfen das jetzt nicht kommentieren. Das sieht ja eh keiner. Doch, klar. Das gucken doch jetzt alle parallel. Ja, klar. Wer am Karfreitag 20.15 Uhr Super RTL anhatte hier mit Donald Duck und Co., der schreibt in die Kommentare, ich. Die lügen uns bestimmt alle an. Mhm. Wir können das ja gar nicht nachverfolgen. Doch, können wir. Genauso wie wir den Sieg gegen die Faroer Inseln jetzt nicht nachverfolgen können. Really? Jeden Zentimeter umgraben, verdammt nochmal. Macht endlich ein Tor. Boah. Riesenchancen. David Alaba, warte, ich stelle hier mal um auf meine Aufstellung. Ach so, das kann ich ja gar nicht, weil ich nicht mit Raute spiele. Auf meine Preview-Einstellung wollte ich da umstellen. Aber das können die Jungs auch so packen. Ich quatsche heute nicht mit euch. 4-0. Und da verletzt sich David Alaba. Ja, wir treten nochmal rein, weil er nicht zu uns wechseln wollte. Lustig. Bruce geht dann nochmal hin, so, du Arsch. Genau. Wärst du zu uns gekommen, wäre das nicht passiert. Bruder Jod. Du schwarzer Idiot. 6-0, ja, war noch am Ende doch etwas knapper als gedacht. Ja, also ich hätte mir auch ein höheres Ergebnis gewünscht. Aber nur 9 Tage, ist zwischenzeitlich ganz schnell zu Liverpool gewechselt, deswegen. Wusstest du nicht, der war in den letzten 24 Stunden. Hast du nicht gesehen? Nee, hab ich echt nicht gesehen. Ich hab da ein bisschen mehr drauf gehabt. Ja, guck mal. Ein Spiel mehr haben wir als die Schweden. Die Weißrussen müssen wir im direkten Duell besiegen und dann sind wir wieder auf Platz 2 und wieder da voll mit im Geschäft. Ja. Ist ja überhaupt kein Problem. Guck mal, Goofy ist wieder in Farbe und das ist Clarabella. Weiß ich nicht, ich schau gerade Galileo Big Pictures. Clarabella, also hüpf, 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 hü
12! Was machst du denn da? Du sollst ja LP machen und nicht Fernsehen gucken. Kann ich auch nicht. Wie lange ging's, Dieter? Was? Der Part ist eigentlich, der ging jetzt gefühlt eine Stunde, glaube ich. So ungefähr, ja. Tschüss, sollst nicht Fernsehen gucken. Nicht Fernsehen. Du bist so ein Arschloch, ey. Wenigstens wedel ich mir nicht während des Parts ein. Was? Hörst du das nicht? Das bist du. Ach so. Ach nee. So, ich glaube, die Mannschaft ist eingestellt. Ist es right, nee, oder ist es wrong? Fran. Aber eigentlich hat den Oldeberg verdrängt, ne? Egal, im nächsten Part sehen wir uns dann gegen den FC Augsburg wieder. Und bis dann. Tschüss.